Wir schauen uns den Deadpool 3 Trailer an. Let's go. Ich bin großer Fan der beiden ersten Teile. Ich mag die sehr gerne. Hohe Erwartung an den dritten Teil. I told you, you're not welcome here. You're not welcome anywhere. Now get the fuck out of my bar. Just give me one more drink and then I'll leave. Hi, Peanut. I'm gonna need you to come with me right now. Look, lady, I'm not interested. All right, well, I'm sort of on the tick-tick, so upsy-daisy. Here we go. Oh, whiskey dick of the claws. It's quite common in Wolverines over 40. You don't want this. Unless you want to take a deep breath through your fucking forehead. It's quite common in Wolverines over 40. Weil die, versteht ihr? Weil die Krallen nicht richtig rausgekommen sind. Das ist sozusagen Potenzprobleme von Wolverines. You don't want this. Unless you want to take a deep breath through your fucking... Warte, was steht da? Unless you want... Smile, wait for the flash. Want to take a deep breath through your fucking forehead, I suggest you reconsider. I'm about to lose everything that I've ever cared about. Not my fucking problem. Is that what you said when your world went to shit? Come again. This Wolverine let down his entire world. Moment. Ist das im Hintergrund nicht dieses aus, wie heißt, aus Loki, die, Come again. Ist es Loki? Da dieses, wie heißt denn das nochmal? Wo die ganzen Zeitstrahlen, TVA, das ist das, ne? TVA, 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 das ist das, ne? Ich habe Loki nur die erste Staffel geguckt, deshalb... Ist das Loki? Ist das aus Loki, oder? Ja. Scheiße, ich bin mit Owen Wilson, ich bin so durcheinander, ey. Wolverine let down his entire world. Want to talk about what's haunting you, or should we wait for a third act flashback? Go fuck yourself. I don't know anything about saving worlds, but you do. Trust me, kid, I'm no hero. You were an X-Man. You were the X-Man. I am soaking wet right now. Warte, 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 warte. Da passiert ja so viel. I am soaking wet right now. Das ist schon sehr geil. So, hier. Ich habe das Gefühl, das hier habe ich schon mal gesehen. Ist das aus irgendeinem Avengers, diese Typen? Oder kommt mir das nur so vor, weil die auch schon mal irgendwo im Winter gekämpft haben, im Schnee? Silly. Ja, wow, 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 das geht ja viel zu schnell. Okay, was ist das? Und das ist doch ein Helm von Ant-Man. Das ist doch der große Ant-Man. Der irgendwie ausgeschlachtet ist, so Mad Max-mäßig. Wir scheinen es hier also... This is what I'm talking about. Oh, guck, und da ist ein Totenkopf. Ist das krass. Das ist ja eigentlich eine krasse Idee. Das ist quasi der tote Riesen-Ant-Man. Like mal gucken. This is what I'm talking about. Jede Szene... Das hat hier auch so ein bisschen Mad Max-Vibes, glaube ich. Da auch im Hintergrund dieses komische... Hier. Das ist doch eine direkte Anspielung auf Mad Max, oder nicht? Who knows if you live or die?
okay, und das sind diese Magierkreise, die wir auch in Endgame gesehen haben von hier, Zauberer-Typ. Strange. Zauberer-Typ, oh mein Gott, ey. Und hier, achtet mal drauf, das ist die Ant-Man. Das ist der Schädel von Ant-Man. Das ist das Auge von Ant-Man in diesem Ant-Man-Giant-Anzug. Sag ich. Und die jumpen hier ins Multiversum rein, oder was? Wanna do some cocaine? Hey, cocaine is the one thing that Feige said is off limits. What about Bolivian marching powder? They know all the slang terms. They have a list. Even snowboarding? Even disco dust. White girl interrupted? Even Forrest Bump. Do you want to build a snowman? Yes! Ja, sehr gut. Also, was wissen wir? Multiversum. Deadpool muss irgendwie einen gescheiterten und frustrierten Wolverine aus seiner Dimension holen, um in irgendeiner anderen Dimension irgendwas zu machen. Und in dieser alternativen Welt, in der sie irgendwas machen müssen, ist auf jeden Fall viel schief gegangen. Es sieht ein bisschen aus wie Mad Max, ein bisschen Endzeit. Ant-Man ist auf jeden Fall nur noch ein Totenkopf. Ich finde diese Multiversum-Dinger ja immer sehr, sehr, sehr spannend, weil das so viele Möglichkeiten gibt, mit unterschiedlichsten Charakteren und sowas zu machen. Ich tippe mal, dass wir noch ganz viele Sachen nicht gesehen haben. Also, da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster bei 2 Minuten und einem 120-Minuten-Film. Aber ich meine, ich glaube, da kommen noch bei diesen Trailern die Sachen, die sie einem zeigen, das ist immer ein Trick. Es geht ja um die Sachen, die sie nicht zeigen. Also die Leute, die wir jetzt noch nicht gesehen haben. Da wird sicherlich noch den ein oder anderen Cameo geben. Aber ich habe Bock drauf, ja. Deadpool 1 und 2 haben mir richtig Spaß gemacht im Kino und Deadpool 3 wird mir auch Spaß machen, da mache ich mir nicht so viel Sorgen. Von mir gibt es beide Daumen hoch.